Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal rund um World of Warships, und wir haben wieder sechs Themen aus der Szene zusammengesucht und ja, fangen wir direkt oben an. Der Entwicklungsblog hat am 16. Juli eine Nachricht rausgelassen, die wir für euch in Deutsch übersetzt haben auf unserer Facebook-Seite. Da ging es um die Schiffsdetektionsmechanik. Ihr wisst ja, dass es aktuell im Spiel noch diese Problematik gibt, dass Schiffe, die entdeckt werden, auf der Minimap früher erscheinen als dann als 3D-Modell in der Zieloptik sozusagen, als Beispiel. Und ja, daran wird gearbeitet, dass das in Zukunft zeitgleich passieren soll. Im Moment muss man quasi immer noch mit dem einen Auge runden auf die Minimap raufgucken, damit man rechtzeitig gewarnt ist, weil man kann durchaus überrascht werden. Und ein anderer, der das ausnutzen kann oder das drauf hat, überrascht euch dann möglicherweise mit dem ersten Schuss. Wie auch immer, auf jeden Fall wird daran gearbeitet. Ich hoffe, dass es bald auf den Live-Server raufkommt, weil man aktuell diese Sache einfach wissen muss und dann kann man die Sache auch für sich nutzen. So, der nächste Punkt ist Stand schon der Summer Sale. Wir hatten in der letzten Flaschenpost, also letzte Woche Freitag, schon darüber berichtet, dass es am 16.07. einen Summer Sale bei Wargaming geben wird. Wir haben heute schon den, was haben wir denn heute? Den 18.07., das heißt, wir haben schon drei Angebote durch oder zwei Angebote durch. Heute gibt es hier noch die Atlanta zu erstehen für günstig Geld. Also wer sie haben will, sollte jetzt vielleicht noch zuschlagen. Sonst, wie gesagt, es wird bis zum 27.07. immer wieder neue Premium-Schiffe im Store geben. Es ist nur ein Tipp. Ich will hier nicht zu viel Werbung machen zum Kauf von irgendetwas. Es ist einfach nur ein Hinweis. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen bei euch, der noch ein bisschen ein Auge darauf hat und sich das nicht ein Premium-Schiff kaufen möchte und jetzt sonst ihm zu viel Geld ist. Das ist nur der Vollständigkeit halber erwähnt. So, und dann kommen wir zum dritten Thema. Das ist How It Works. Das wurde jetzt heute erst veröffentlicht. Und da wird in diesem 6-Minuten-Video erklärt, wie Brände entstehen und ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, wie der Koeffizient ist, wann ein Brand entstehen kann und so weiter und so weiter. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wie auch bei den letzten Videos How It Works. Die sind alle super nützlich und super interessant. Und ja, ich kann euch nur sagen, nutzt die Möglichkeit, die euch Wargaming da gibt, um die ja, wichtigen Sachen von World of Warships, wie eine Mechanik im Spiel funktioniert, zu verstehen. Ich persönlich finde es immer sehr, sehr cool, dass sie sich so eine Mühe geben, dass es auch für Neulinge vielleicht unter euch da draußen eine einfachere Möglichkeit gibt zu verstehen, warum brenne ich, warum penetriere ich, wie treffe ich eine Zitadelle, solche Sachen eben. Gut, viertes Thema, Streaming-Unterricht. Wollt ihr streamen, zum Beispiel Livestreams, so wie wir das als Seekrauts machen oder auch andere Community-Kontributoren oder so, ja, dann habt ihr hier jetzt die Möglichkeit in Zukunft bei World of Warships gibt es jetzt so eine Art Lektion 1, die Grundlagen vom Streaming zum Beispiel. Und da werden auch in Zukunft weitere Videos erscheinen. Welche Software setzt man ein? Welche Hardware sollte man benutzen? Und. Und ja, wenn ihr euch für sowas interessiert, habt ihr hier vielleicht einen kleinen Guide. Und dann kommen wir zu Ingame-Content. Das ist vielleicht ganz interessant, nach dem ganzen theoretischen Kram, jetzt endlich dann zum Go-Navy-Event und die Wettbewerbsregeln werden hier erklärt. Wir hatten schon in einer früheren Flaschenpost euch erklärt, dass mit Patch 077 dieses Go-Navy-Event kommt. Ihr könnt euch entscheiden für die High- oder Adler-Seite. Wenn ihr euch entscheidet, dann wird der New Yorker Hafen in die jeweilige Farbe des Teams gehüllt sozusagen. Ihr müsst, um euch entscheiden zu können, den Wehrpass auf der Stufe 12 haben, damit ihr an dem V-Event teilnehmen könnt. Das startet direkt an dem Tag des Patches um 4 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit und endet einen Tag bevor der nächste Patch, also dann Patch 078, erscheint. Also ihr könnt davon ausgehen, dass es dann jetzt Ende Juli wird der Patch hier kommen. Ich gehe davon aus, dass der wahrscheinlich am 26. Juli auf den Server gespielt wird, auf den Live-Server, und man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich am 30. August, das ist nur Erfahrung, sei jetzt einfach mal, dann möglicherweise der nächste Patch kommt. Wobei es eigentlich ja heißt, dass es immer 4 Wochen sind, und wenn man dann 4 Wochen rechnet, könnte es auch der 23. sein, oder der Patch kommt erst am 2. August, weiß ich nicht genau, weil Donnerstag ist ja immer Patch-Tag. Also müsst ihr euch dann ja, einfach die Flaschenpost weiterlesen bzw. Anschauen oder die wargaming.eu-Seite. Es wird auf jeden Fall Donnerstag sein, entweder ist es der 23. Juli oder es ist eben der 2. August.
in dem Bereich wird dann der neue Patch auf den Server kommen. Ja, was gibt es da? Wir haben ja schon über einige Sachen berichtet. Ihr könnt euch das dann aussuchen. Ihr könnt da Container erfahren und so weiter und so weiter. Und ja, jetzt gibt es ein paar mehr Details. Und zwar, wie bekommt ihr welche Punkte, wenn ihr was macht? Also ihr entscheidet euch für Adler oder Hai. Und wenn ihr dann euch entschieden habt und ein Koop-Gefecht fahrt, ein generisches Chip zerstört, gibt 10 Punkte. Habt euer Team dann noch gewonnen, gibt es nochmal 20 on top, sind da dann also bei 30 Punkten. Habt ihr dann einen speziellen Kampfauftrag abgeschlossen, gibt es nochmal 40 Punkte auf die 10, das heißt, ihr habt 70 Punkte mit dem Gefecht gemacht. In Zufallsgefechten ist das natürlich ein bisschen anders bewertet. Ja, die sind ja bei Wargaming und bei euch da wahrscheinlich auch ein bisschen höher im Ranking. Und von daher, wenn ihr da gewinnt, bekommt ihr 80 Punkte. Habt ihr eine heroische Errungenschaft, also keine Ahnung, Dreadnought jetzt als Beispiel, bekommen, dann habt ihr nochmal 80 Punkte on top, also seid ihr schon bei 160 und ein gegnerisches Schiff zerstören in dem Gefecht, was gewonnen wurde und die heroische Errungenschaft es auch noch gab, dann seid ihr schon bei 200 Punkte und wenn ihr dann den speziellen Kampfauftrag noch erfüllt, dann gibt es nochmal 160 Punkte on top. Wenn ihr Szenario-Gefechte fahrt, gibt es für jeden Stern eben 10 Punkte und wenn ihr Clan-Gefechte fahrt, gibt es für jeden Sieg auch 100 Punkte. Dann gibt es hier so eine sogenannte Bestenliste, wo dann schon verschiedene Punkte und Ranglisten aufgeführt sind. Also, ja, müsst ihr dann sehen, ob ihr da darin erscheint. Wie bekommt ihr dann jetzt einen Container? Ihr bekommt ja nicht nur einen Container, wenn euer Team gewinnt, sondern ihr bekommt durchaus noch anders Container. Fangen wir damit an. Also, wie ich eben schon gesagt habe, gewinnt euer Team, also Hai oder Adler, bekommt ihr einen Container am Ende des Tages, wenn ihr einen Beitrag dazu geleistet habt. Ja, seid ihr unter den Top 1000 Spielern, bekommt ihr nochmal einen Container. Seid ihr unter den Top 100, einen weiteren, unter den Top 10, einen weiteren. Also könnt ihr dann da schon, wenn ihr unter den Top 10 seid an dem Tag, könnt ihr schon 4 Container abgreifen. Wenn ihr aber unter den Top 10 seid, habt ihr auch eine Menge Punkte gemacht. Und habt ihr 100 Punkte zu eurem Team dabei gesteuert, gibt es einen Container, 350, einen weiteren, 57 und 1250 nochmal einen sozusagen. Das ist dann hier auch in dieser Rangliste, könnt ihr das hier unten auch immer sehen, wie weit ihr dann da seid von den Punkten her. Also wenn man sich das jetzt reinzieht, die Wahrscheinlichkeit, ein generisches Schiff zu zerstören, dass euer Team gewinnt, das sind 30 Punkte, macht ihr das dreimal, habt ihr ruckzuck schon 90 Punkte zusammen. Vielleicht habt ihr in einem dieser Gefechte dann auch noch einen speziellen Auftrag, dann seid ihr schon über 100 bei Koop jetzt gerechnet. Ne? Und ja, dann haben wir hier schon mal die Container-Varianten alle zusammen. Und wenn ihr das alles zusammengefarmt habt, euer Team gewinnt, ihr seid in den Top 10 und so weiter, dann habt ihr eben die Möglichkeit, bis zu 8 Container eures Teams, also Ei oder eben Adler, zu bekommen. Das ist schon ganz ordentlich, denn in den Container können lustige Sachen drin sein. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesen speziellen Kampfaufträgen. Wir hatten es ja oben schon erwähnt. Spezielle Kampfaufträge, was kann das sein? Und das haben sie sich jetzt hier die Mühe gemacht und das mal ein bisschen dargestellt. Wenn ihr Flugzeugträger fahrt und 8 Jäger, gegnerische Jäger zerstört, das kann zum Beispiel ein spezieller Kampfauftrag sein. Oder wenn ihr Kreuzer, Schlachtschiff oder Flugzeugträger fahrt, zerstört mindestens 15 Module oder macht sie unbrauchbar. Das heißt für euch als Tipp, spielt HE. Conqueror ist da zum Beispiel ein super Schiff für, ja, große Kaliber, macht immer eine Menge Damage, die HE ist bei den Briten ja sowieso sehr, sehr stark, damit gehen ruckzuck mal 15 Module raus, ja, dann kann man hier trefft ein gegnerisches Schiff mit 15 Mal mit Sekundärbatteriegeschützen, wird sicherlich ganz einfach, wenn man jetzt nicht gerade Franzose oder Deutscher ist, oder, also, da fährt, meine ich, ne? Und wie gesagt, hier sind viele andere Aufgaben dabei. Erhaltet 50 Bänder irgendeines Typs, also einfach nur das, was oben rechts angezeigt wird. Wenn ihr 50 mal ein Ziel trefft, geht das auch. Trefft gegnerische Schiffe mit mindestens 5 Torpedos, ja, wenn ihr Zerstörer fahrt. Verwendet ein Verbrauchsmaterial mindestens 5 Mal. Wenn ich das richtig jetzt deute, reicht da auch das Schadensbegrenzungsteam 5 Mal einzusetzen. Die Reparaturmannschaft, das defensive Flakfeuer, der Torpedo-Nachladebeschleuniger, Hydro, all so eine Sachen sind Verbrauchsmaterialien und das sollte eigentlich damit reinzählen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, und also das Schadensbegrenzungsteam meine ich, weil das ist ja eigentlich in der Regel bis auf die Oktoberrevolution unendlich verfügbar. Von daher, ja, ist ein Verbrauchsmaterial, weil es sich eigentlich immer wieder auflädt. Wie auch immer, das sind jetzt die Aufgaben, die da erscheinen.
wie gesagt, ich werde euch diese Sache hier wieder unten verlinken, dass ihr da nochmal die genauer nachgucken könnt, wenn ich jetzt nicht alles für euch erfasse. So, und dann könnt ihr Marken verdienen, und zwar Haimarken oder Igelmarken, also Adlermarken. Ne? Diese Marken, die könnt ihr dann einsetzen im Arsenal und ganz besondere Sachen dafür bekommen. Diese verdient man durch Loyalität oder man geht in Premium Store und kauft sich die Go Navy Container. Da sind nämlich dann immer 10 Marken jeder Partei drin. Und ja, damit könnt ihr dann im Store dann auch einkaufen. Wir kommen gleich dazu, was es dafür im Store gibt. Man kann sie aber auch über Loyalität verdienen. Ihr bekommt jeden Tag, den ihr bei einem Team seid, 3 Loyalitätspunkte. Und zwar immer am Ende des Tages, wenn ihr mindestens einen Punkt verdient habt. Also ihr fahrt ein Koop-Gefecht, zack, habt ihr diese Sache. Und ja, gut geschrieben werden immer nur die Aktivitäten bis 3 Uhr morgens. Ja, und ab 4 Uhr morgens fängt das neue Event an. Also ein neuer Tag, ein neues Event. Ne? Ja, wie gesagt, ihr kriegt 3 Punkte, wenn ihr ein Angebot zum Teamwechsel von irgendjemandem bekommt und die Sache ablehnt, bekommt ihr 2 Punkte on top, habt also 5 Team-Loyalitätspunkte verdient. Wenn ihr diese ganze Sache annehmt, diesen Teamwechsel, bekommt ihr für das andere Team 3 Loyalitätspunkte und einen so einen Container, aber nicht diese 2 Loyalitätspunkte on top. Die gibt es nur, wenn ihr dem Team treu bleibt. Ja, und dann wären das 5 Punkte. Habt ihr 3 Team-Loyalitätspunkte bekommt ihr 5 Marken als Auszeichnung. Also jeden Tag könnt ihr dann 5 Marken als Auszeichnung bekommen. Und zwar die ganze Zeit lang. Ja, und dann geht es hier eben weiter. Auszeichnung für eure Loyalität. Habt ihr 10, bekommt ihr 15 Marken. Habt ihr 25, bekommt ihr 25. 50-50 und habt ihr 75 Team-Loyalität zusammen, bekommt ihr eben 100 Marken. Und ja, die Errungenschaft für die Team-Loyalität. Also am besten eigentlich, so deutet sich das jetzt für mich an, einfach in einem Team bleiben, eure Aktivität starten und immer schön ja, die Treue halten, wie zu eurer Ehefrau sozusagen. Und dann solltet ihr da die Punkte zusammenbekommen. Was könnt ihr dafür kaufen? Also wir hatten das in einem Testserver schon gezeigt. Es gibt jetzt eine permanente Hai-Lackierung oder eine permanente Adel-Lackierung für die Wooster. Ja, es gibt die Freiheitslackierung für die Desmo Salem, ja, und die könnt ihr dann halt für Adler oder eben Haimarken hier erstehen. Es gibt Container, Eagle-Container oder also Adler- und Hai-Container und so weiter. Dann gibt es ja auch noch andere Lackierungen, Verbrauchsmaterialien eben, die ihr dann im Store für diese Marken bekommen könnt. Und hier ist nochmal ein Überblick, was ihr alles da eintauschen könnt im Store. Wenn ihr zum Beispiel so viele Marken verdient, dass ihr euch mehrere Tarnungen da erspielen könnt, dann bekommt ihr, wenn ihr eine Tarnung doppelt erspielt, 10,5 Millionen Kreditpunkte, was sicherlich auch keine schlechte Bewertung ist oder keine schlechte Entschädigung ist. Ein bisschen Geld will man ja auch mal im Spiel haben. So, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit dann halt Adler- und Hai-Container zu erspielen. Standardmäßig in den Containern sind dann hier eben spezielle Signale. Drache, Wavern, Roter Drache, Ouroboros oder Hydro. Dann gibt es 5 ökonomische Standardsignale. Das sind halt diese Equal Speed, Charlie London, Zulu, Papa, Papa und so weiter. Und 450 Kohle. Also so können diese Container zum Beispiel aussehen hier. Ne? Ihr seht Hydra oder Roter Drache und dann habt ihr hier Papa Papa oder eben Equal Speed Charlie London, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder ist das Zulu? Ich glaube, ist Zulu sogar. Ne? Gut. Und dann gibt es zu den gewöhnlichen Containern, die ihr halt jeden Tag erspielen könnt im Spiel, im Laden wieder diese Premium Container. Und da drin sind natürlich dann ungemein mehr von diesen speziellen Flaggen. Da könnt ihr dann 12 Drache, Wavern, Roter Drache, Ouroboros oder Hydra drinne haben und dann diese genannten Hai- und Adlermarken, die ihr dann wieder im Arsenal einsetzen könnt oder eben halt durch eure Loyalität verdienen könnt. Und am Ende der ganzen Geschichte gibt es noch eine Go Navy Auszeichnung, nämlich einen Aufnäher, den ihr euch verdienen könnt und dann, wenn ihr Bock habt, den nutzen. Ja, und das ist die Übersicht zu den Go-Navy-Event-Regeln. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen anschaulich für euch darstellen können. Und man hat mich einigermaßen gut verstanden. Ich musste das Headset wechseln. Leider ist mir mein anderes Headset kaputt gegangen. Ja, ich ne-
nehmen jetzt erstmal, ihr müsst jetzt erstmal damit vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist zwar gewöhnungsbedürftig sicherlich, neues Mikrofon, neue Stimme, alles so weiter. Wird sich auch sicherlich nochmal ändern, dass man da mit der Zeit nochmal ein richtiges Studiomikrofon anschafft. Aber ja, das ist jetzt erstmal der Status quo sozusagen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt von unserer Flaschenpost. Und der letzte Punkt unserer Flaschenpost ist nämlich unser bevorstehendes Livestream-Event. Ich scroll mal hier schnell hoch. Und das ist dieses hier. Am 21.07. um 20 Uhr werden Moonlight 8 und SeaCrowds zusammen ein kleines Multistream-Event veranstalten. Wir haben es genannt SeaCrowds im Mondlicht. Und das wird jetzt am Samstag um 20 Uhr stattfinden. Ihr habt da schon mal die Multi-Twitch-TV-Adresse. Die haben wir unten auch eingeblendet. Werde ich euch natürlich auch wieder unten in die Beschreibung reinsetzen, sodass ihr euch das schon mal vormerken könnt. Was kann man besseres am Samstag tun, als uns beiden zusammen zu zuschauen? Das wird sicherlich eine sehr lustige Angelegenheit. Und ich habe heute schon vernommen, dass es auch das ein oder andere zu gewinnen geben wird. Zumindest wird Moonlight etwas verlosen und ich denke, dass auch wir wieder eine Kleinigkeit für euch vorbereitet haben werden. Also ihr könnt da richtig was abgreifen und ich kann euch nur raten, seid dabei und schaut uns zu, drückt uns die Daumen und schreibt mit uns. Wir haben vielleicht sogar nochmal Platz in der Divi, dass noch jemand Drittes mit dabei fahren kann für ein, zwei Gefechte. Also würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Ja, und das soll schon gewesen sein von dieser Flaschenpost diesmal. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Themen für euch dabei. Wenn ihr so ist, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da nach oben da lasst. Und ja, wenn ihr noch näher mit uns kuscheln wollt, ein bisschen näher euch mit uns austauschen wollt, unser Discord-Link, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dann kommt auf unseren Discord, bekommt ihr bestimmte Informationen, teilweise schon ein paar Minuten früher, bevor es die Öffentlichkeit auf Facebook erfährt. Also, bis dahin. Euer SeaCrowds-Team, euer Maracha. Bis denn, ciao, ciao. SeaCrowds.